Moin, ja, ich bin wieder unterwegs und natürlich auf den Eidertrainesorne-Geweg, ja, wie ich es auch wollte, und das klappt auch mit dem Wetter. Ja, die letzte Woche war so grausig vom Wetter her. Ostermontag ordentlich Schnee, danach Aprilwetter ohne Ende. Aber heute ist Samstag, wieder Topwetter, bestes Radlwetter, also geht's weiter. Auf meiner nächsten Runde, die Westrunde, so 88 Kilometer. Ich bin jetzt hier in Palen am Hafen und dann geht es dann weiter. Ja, einige Highlights wird es geben, aber eins muss ich dazu sagen, heute fahre ich nicht alleine den Weg ab, denn der Heiko vom Kanal Heikos Radtouren ist mit dabei. Er hat lange nichts mehr gemacht, nee. Ein bisschen ruhig geworden bei ihm, aber ich glaube, da kommt bald wieder was. Ich habe ganz viel, war ich am Kühlschrank immer hin und her, ja. Das klappte schon ganz gut, aber das wollte ich nicht filmen. Ja, parallel ja. Könnt ihr das auf meinem Kanal sehen. Ne? Ja. Viel Spaß erstmal. Ja, also ich sag mal, es wird schöne Bilder geben, denn es wird wieder einige Highlights, tolle Orte dabei sein. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Jetzt stehen wir am ersten großen Highlight, würde ich sagen. Ein richtig tolles Plätzchen hier an der Bargener Fähre. Eine Personen- und Fahrradfähre hinüber über die Eider. Also ich muss sagen, richtig toll hier. Sogar eine Badestelle, Bänke ohne Ende. Richtig tolles Plätzchen. Also richtig stark. Also das habe ich schon wieder nicht so erwartet. Richtig schön. Ja, Heiko ist auch ganz begeistert. Macht Fotos ohne Ende. Selfies. Ja. Aber ich muss sagen, ja, wir sind jetzt schon 10 Kilometer unterwegs und gleich wieder hier so ein tolles Plätzchen gefunden. Also wäre schon fast eine Stelle, um hier was zu essen, aber richtig Hunger haben wir noch nicht, vielleicht trinken wir mal was. Aber es ist echt, die Sonne wärmt schon, heute Morgen noch Minusgrade, aber jetzt so schön Sonne. Wunderbar, mal sehen, was als nächstes kommt. Bis jetzt war es echt schon eine tolle Strecke. Ne, wir bleiben auf dieser Seite. Wir haben noch gar nicht geklingelt. Die Glocke ist gar nicht. Ne. Ich sage ja immer, wer nicht loskommt, der auch nichts erlebt. Ja, die haben heute den ersten Tag hier auf dem Wasser. Was ist? Die laden uns zu ihrer ersten Probefahrt ein. Richtig kleine Kreuzfahrt, das war echt klasse. Ihr werdet jetzt nochmal die Bilder davon sehen. Die Bargener Fähre. We'll be right back.
haben wir wieder ein sehr, sehr schönes Plätzchen gefunden im Örtchen Horst. Der Horst gibt es, glaube ich, öfters mal in Deutschland, habe ich schon oft gesehen. Ja, aber wunderbares Plätzchen direkt an der Eider. Kleiner Badestrand hier, Kanu-Einsatzstelle um die Ecke und natürlich richtig schön die Bänke hier. Da machen wir jetzt eine schöne Pause. Richtig tolles Plätzchen. Kleiner Hunger hat sich nach der Kreuzfahrt eingestellt, also der muss jetzt erstmal ein wenig gestillt werden. Und ich glaube, da drüben, das müsste Süderstapel sein. Vielleicht müsste ich mal nachgucken. Und da ist noch hier unser Endziel, aber das dauert noch ein wenig. Noch richtig lange geht das bis dahin. Naja, erstmal eine schöne Pause an diesem tollen Plätzchen. Jetzt sind wir gefahren und gefahren. Plötzlich sind schon wieder 15 Kilometer rum. Ja, dann sieht man mal plötzlich hier so einen YouTuber bei der Arbeit. Ja, wie das denn so ist. Oh, richtig hier schön wieder, schönes Plätzchen. Da drüben ist die Schleuse Nordfeld. Hier ist ein kleiner Yachthafen. Noch nicht viel los hier, aber muss sagen, wieder ein tolles Plätzchen. Aber wir fahren jetzt gleich mal darüber und gucken uns die Schleuse mal an. Jetzt sind wir an der Schleuse Nordfeld. Ja, ganz schön kompliziert hier runter, 1000
Gatter und alles, wo man durch muss. Aber man kommt hier gut rüber. Da unten ist eine Bank, da wollen wir uns gleich mal hinsetzen und wieder eine schöne Pause machen. Ja, wie man hier sieht, ja, das ist eine Schleuse, die auch die Nordsee so ein bisschen abhält. Nämlich hier sind die Gezeiten noch zu Gang mit Ebbe und Flut. Da, man sieht, es ist ein wenig Niedrigwasser. Kann ich jetzt nicht sehen, ob das auflaufendes Wasser ist oder ablaufendes, aber da sieht man so ein bisschen Watt. Und hier ist die gestaute Eider, ganz ruhig. Also der erste Wehranlage ist es ja nicht ganz. Das Eidersperrwerk hält ja auch das meiste noch auf. Aber hier ist noch der Einfluss von der Nordsee. Also, wir haben Durst, glaube ich. Dann machen wir hier eine schöne Pause. Richtig tolles Plätzchen wieder. Da unten ist unsere Bank. Nicht perfekt, aber für unsere Bedürfnisse langt's. Packen wir den Grill aus, machen wir Spare Ribs oder sowas. Pommes machen wir uns da unten. So, das haben wir uns verdient, ne? Ja. Oh, Scheiße, das ist ja, schon leicht. Die Wege waren nicht so ganz. Schüttelbier. So, Prost, Million. Prost. Unser erstes Bier des Tages. Ist auch schon nach 12. Läuft gar nicht bei dir. Du hast schon wieder umgestellt. Verdammt! Doch, läuft das. Das ist wieder auf schnell. Sehe ich gerade. Scheiße. Ja, dann habe ich alles auf schnell gemacht. Zeitraffer. Ja. Oh Mann, diese Technik. Ich glaube, ich habe alles dann auf Zeitraffer. So, es geht weiter, es muss weitergehen, auch so schön wie es da war. Es muss weitergehen auf einer schönen Strecke, hoffe ich. Mal sehen, was das nächste Highlight ist. Hier sind wir schon wieder irgendwo im Nirgendwo. Da drüben ist der Kirchturm von Lunden zu sehen. Aber da haben wir noch einige Kilometer hin. Denn es geht gleich erstmal noch durch irgendwie so ein Moor. Das ist Lundener Moor mit einem Aussichtspunkt. Der Aussichtsturm sollte auch sein. Das wird gleich das nächste Highlight, was kommt. Oh, der Weg hier, schon wieder alles Beton. Natürlich wieder alles kaputt. Aber egal, toll ist es trotzdem hier.
Hier mitten im Lundener Moor gibt es auch einen richtig schönen Aussichtsturm. Man kann richtig weit gucken. Ist ja klar, das ist alles platt hier. Aber da hinten ist ein See zu sehen, der Mötchensee, glaube ich, heißt der. Ja, diese Dimension. Hier wurde einmal Reb geerntet, anscheinend. Gerade eben konnte man auch ein paar Kraniche hören. Es ist natürlich wieder ruhig, wie es so ist. Man kann hier so einiges sehen. Natürlich ist jetzt noch nicht so viel los. Aber ab und zu sieht man auch wieder YouTuber bei der Arbeit. Ja, es gibt schon ein paar komische Vögel hier. Und da geht's gleich weiter. Wieder ein Highlight hier, hier oben auf dem Deich, ein schöner Blick auf die Eisenbahnbrücke. Das ist die Strecke Hamburg-Westerland, vielleicht kennt das ja einer hier. Ja, das ist auch eine Drehbrücke, also wenn die mal auf ist und Schiffe durchlässt, sollte der Zug auch keine Verspätung haben. Aber richtig schöner Blick und das nächste Highlight ist auch schon zu sehen. Da Kirchtürme da drüben, das ist schon Friedrichstadt, das ist denn unser nächstes Ziel. Aber ich glaube, da hat jemand Hunger. Wieder eine kleine Pause. Ist ja klar, wir haben Zeit genug.
So, jetzt sind wir hier in Friedrichstadt angekommen. Ein richtig schönes Städtchen hier. Da bin ich auch schon auf meinen Friesen-Wikingerweg durchgekommen. Da habe ich den Herrn ja auch schon getroffen. Ja, das war ja ein schönes Highlight hier, diese Stadt. Richtig schön anzusehen, auch die Grachten hier. Im Moment nichts los, da kann man ja auch Fahrten unternehmen. Aber leider sind hier so viele Krähen, die machen ein wenig Krach. Das ist, naja, nicht so toll, aber wirklich toll anzusehen hier. Immer wieder schön anzuschauen, um mal wieder hier zu sein. Jedes Jahr, immer mindestens einmal, zumindest auch mal mit Rennrad von zu Hause. Sind ja nur 80 Kilometer hierher, schnell mal erreicht. Ja, aber echt toll hier. Na, Eis gibt es hier auch. Ja, mal sehen. Wir müssen aber weiter. Oh, die Zeit, die rennt schon langsam. Das ist schon gleich halb vier. Wir haben noch 20 Kilometer haben wir noch auf der Uhr. Müssen wir noch abradeln, aber das ist echt toll hier. Ja, das muss man echt mal gesehen haben. Richtig schön. Naja, für uns geht es erstmal wieder weiter. Ich hoffe nicht so viel auf Kopfsteinpflaster, wo hier überall ist. Hier auf der Rückseite von Friedrichstadt, da kann man auch endlich mal auch die Treene sehen, den dritten Fluss. Denn bis jetzt war ich ja nur an der Eider und an der Sorge. Aber das ist jetzt die Treene, die hier in die Eider reinführt. Aber ein Wasserparadies ist es hier. Angeln, Subfahren mit Boote hier, Tretboote, Segeln, alles ist hier. Aber zurzeit leider noch nicht viel möglich. Nicht nur für dem Wetter geschuldet, aber naja, richtig schönes Plätzchen hier. Ich hoffe, die letzten Kilometer werden auch noch schön hier auf dieser Strecke. Nun sind wir auch schon Drage durch. Dieser Stapel ist nicht mehr weit, also ist die Tour auch schon wieder rum. Das heißt schon, war ein richtig schön langer Tag. Aber wir haben wenigstens noch ein paar Kilometer noch.
jetzt sind wir hier in Süderstapel. Ja, das ist jetzt das Ende. Nicht ganz unserer Tour. Wir werden noch nach Elfte hin wieder zurückfahren zum Auto. Ja, hier führt der Weg dann wieder weiter Richtung Norden. Hier werden wir ihn verlassen. Also das war's dann mit dem Weg, mit dem Eidertrainer-Sorgeweg. Ich fand ihn heute wieder richtig klasse. Tolle Highlights. Am besten war natürlich die kleine Kreuzfahrt. Ja, und das Wetter hat auch sehr gut mitgespielt. Ja, war nicht der wärmste Tag, man hat die Jacke nicht so richtig ausgekriegt, aber richtig toll. Wegführung, ja, man fragt sich mal, warum das da längs führt, aber sehr, sehr schön gewesen. Ja. Also, ich war begeistert wieder heute, Heiko auch. Ja, war schön, Spaß gemacht. Ja, war richtig tolle Tour. Wir werden natürlich noch nach Elfte zurückfahren zum Auto. Wir fahren noch die 40 Kilometer nach Elfte. 40, 50, wie viel sind es noch? 12:90. Eine Stunde ungefähr, ne? Ja. Ja, dann sind wir wieder beim Auto. Ja, ich werde dann vielleicht demnächst wieder hier stehen, um die nächste Etappe Runde zu drehen. Also ich fand es richtig toll. Ich hoffe, es waren schöne Bilder. Also dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin, moin. Tschüss.